Da gibt es bestimmt noch ein Leben oder so. Nee, aber eine Feder. Noch eine. Noch kommen die Punkte. Nicht, dass ich die brauche, aber. Ja, super. Ach, das ist auch cool. Der Kleine ist unten eingesperrt. Haha. Schön. Komm. Spring, spring. Spring, spring. Ihr macht das fein. Und mit dir? Komm schon. Oh Gott. Oh, der ist oben eingesperrt. Das ist auch cool. Nein. Okay, klappt. Noch ein Achtling, das wollte er mal sein. Oh. Ach, das war nur so ein Zwischengegner. Wir waren ja gar nicht bei Wendy. Was erzähle ich denn da? Da wäre die Welt auch ziemlich schnell rum. So, du noch. Und haben wir es wieder, ne? Haben wir es wieder. Ja. Klappt doch. Oh, das sieht nach einem Lava-Level aus oder sowas in der Art. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Rutschen können wir hier auf jeden Fall. Upsala. Ah ja, genau. Die Plattform kenne ich noch. Stimmt. Oh, 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 okay. Ah, da war eine Münze. Das ist mir eigentlich Wurst, aber ich nehme die mal mit. So. Da unten ist Matsch. Wo geht's denn hier lang? Das ist, glaube ich, nicht der reguläre Weg! Aber da wäre vielleicht was gewesen. Grrr. Na gut, wir haben wieder 10 Leben. Das klingt eigentlich recht viel. Aber wenn man so spielt wie ich, sind die 10 Leben wahnsinnig schnell verbraucht. Man sieht's. Super. So, wir sollten uns erstmal die hier schnappen. Und dann hoffen, dass wir nicht ins Wasser fallen. Wasser. In diese Matschbrühe. Ne, es soll ja Schokolade sein. Richtig. Ich mach schon wieder den Fehler. Ich habe als Kind immer gedacht, das ist Matsch, Schleim und Dreck. Aber es ist ja Chocolate Island, also muss das ja wohl eher Schokolade sein. Oh, da unten würde man auch noch lang können. Da kommt man da rein. Da kommt man rein. Da kriegt man sogar die Leben. Oh, die, oh geil, hier ist ja alles. Ha! Super. Gar keine Schwierigkeit mehr. Seht ihr, was das für ein Aufstand normalerweise wäre, hier hinzukommen? Man müsste diese drei Plattformen nutzen. Und da wir die ganzen Schalter haben, können wir einfach langlatschen. Geil. Das waren also drei geschenkte Leben. Da kann man da unten rein. Hier ist irgendwo ein P-Switch versteckt. Warte mal. Da ist er. Den nehmen wir uns mal. Okay, dann können wir jetzt hier rein. In diese Röhre. Ah ja, hier ist auch wieder so eine kleine Bonus-Session. Jetzt müsste man einen Moment warten. Ich spring mal. Es gibt jetzt irgendeine Röhre, wo es richtig was zu holen gibt. Da ist ein Stern. Da ist ein Leben. Da ist ein... Hier ist ein Leben. Verdammt! Da hätten wir hingemusst. Da wären ordentlich Leben gewesen. Jetzt haben wir eine Feder. Ist auch gut. Ja, so ein kleines Zwischengame. Ey! Ein Maulwurf. Ein dicker Maulwurf. Wo geht's hier lang? Ich hoffe, ich mache nichts Schlimmes. Nee, alles gut. Bats. Ja, das ging mal rucki-zucki. Cool. Wieder ein Level geschafft. Ich hatte gerade den Verdacht, ich hätte mein Mikro nicht wieder auf angestellt, aber es ist an. Gott, oh Gott, das wäre jetzt aber scheiße gewesen. So. Die sind alle eingesperrt. Okay. Ja, toll, da ist der P-Switch. Ich weiß, eigentlich will ich sie, glaube ich, gar nicht betätigen. Ich weiß nicht, soll ich das tun? Müssen wir wohl. Ach, wir müssen hier rein. Gut, gehen wir hier rein. Ach, Bonus. Wäre gut für mich. Ein paar Leben. Ein Leben! Was hier? Hey, noch ein Leben! Läuft! Ja! Hey, was ist los hier?
Hass. Ha! Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Und schon ist Halbzeit. So schnell kann das gehen. Joa. Ja, danke. Arschloch. So, das habt ihr jetzt alle davon. Geh weg. Na gut. Wir können Yoshi... Doch, natürlich können wir Yoshi mitnehmen, aber... Ist es nicht so schlimm. In irgendeinem Spiel konnten wir Yoshi nicht mitnehmen. Wo war das denn nochmal? Irgendein Mario-Spiel. Oh, ich weiß es nicht mehr genau. So, Wendy's Castle. Jetzt sind wir tatsächlich da, wo wir vorhin schon sein wollten. Also ich... Dann fangen wir in dieser Session wahrscheinlich noch mit Bowsers Welt an. Das ist ja krass. So, du weg. Oh, das ist... Oh, die sind scheiße. Diese komischen Stacheldinger da. Das haben wir gedacht. Dass da irgendwas kommt. Okay, das ist aber alles noch human. Da wir da eine größere Plattform gerade hatten, ist das auch human. Auch ganz normal durchgehen. Alles noch recht locker. Okay, das ist schon ein bisschen strange hier. Aber geht auch. Alles noch klar. Warte, ich bleib hier. I want that feder. Verzeihung. Der kam gerade so schnell, da konnte ich das Mikro gar nicht ausmachen. Oh, was mache ich denn da? Na, zum Glück gibt es da diesen Zwischenblock. Wow. Ohne diesen Zwischenblock wäre das hier ziemlich krass. Schon langsamer machen. Ah, da war ich zu weit rechts. Okay. Na gut, da muss ich ein bisschen aufpassen, sehe ich ein. Wendy, du hast ein verzwicktes Schloss gebaut oder entworfen. Oder hat das dein Papa für dich gebaut? Ich gehe fast davon aus. So, ja, nee, du lässt mich mal zufrieden, bitte. Hier brauche ich mich, glaube ich, gar nicht ducken, aber ich mach's zur Sicherheit doch. Was ist das denn? Wieso kommst du zurück? Ey, das habe ich auch noch nie gehabt. Noch eins, ja, genau. Ey, ganz ehrlich, das habe ich noch nie gehabt. Das muss irgendwie Fehler gewesen sein. Einfach durch. Besser ist. So. Das ist schon ein bisschen tricky, muss ich sagen. Okay. Ah, ducken ist ja nicht sinnlos. Okay. Ich hätte ganz gern noch einen. Ja, ein Pilz ist schon mal gut. Guter Anfang. Die sind ein bisschen schneller unterwegs. Geht alles. Halbzeit. Hätte ich sowieso einen Pilz bekommen jetzt. Gut, was kam jetzt hier? Ach. Ach nee, das ist auch so ein Müll. Oh, ich weiß hier. Kann man sich zu Tode sterben? Das hört sich auch geil an. Das war dämlich. Moment. Ich muss mehr Zeit haben. Das war wieder so unnötig. Hin. Oder stehen bleiben können, ne? Einmal noch so. Bleiben wir in Übung. Wie jetzt? Du gehst noch nicht ganz runter, oder? Och Mann, was soll denn diese dämliche... Nein! Es ist doch nicht wahr. Aber Halbzeit haben wir erreicht. Gut. So. Also den Kram müssen wir nochmal machen hier. Und wir kriegen einen Pilz. Das ist schon mal was.
Das warten wir hier. Sicher ist sicher. So, einmal noch vorbei. So. Und dann gehen wir hier rüber. Dahin. Nehmen wir den mit. Den mit. Hier hoch. So. Dich gleich ausschalten. Oder ignorieren. Genau. So ist gut. Schnappen wir dich. Und jetzt schnappen wir uns Wendy. Wieder ein Röhrenspiel. Das ist ja diesmal einfacher sogar. Hätte ich jetzt gedacht. Letztes Mal waren die doch noch so ein bisschen zickzackmäßig oder hügelmäßig aufgebaut, die Röhren. Diesmal alles glatt. Hätten sie andersrum machen müssen, finde ich, vom Aufbau her. Halt, okay, den habe ich ja so schnell nicht gekriegt. Egal, du bist tot. Wendy ist Geschichte. So machen wir das heutzutage. Jo. Fein. Und wieder ein Schloss weniger auf der Welt. Aha. Mit Schrubber. Ja, so kann man das natürlich auch machen. Cool. Wendy O. Cooper in Castle 6 has sung her last song. Mario must meet the challenge that this sunken ship with... Nee, that appears to be a great gateway to the Valley of Bowser. Ja, irgendwie so. Also, wir kommen jetzt zu diesem versunkenen Schiff hin. Und dadurch öffnet sich die letzte Welt. Also die reguläre. Wir haben ja noch eine achte Welt. Die Special Welt. Die nehmen wir mal ganz zum Schluss vor. Ich weiß, dass ich da runter kann. Was soll das? Ich dachte eigentlich, ich kann da runter. Ja. Gut. Dann nehmen wir uns diesen Pilz. Genau. Wer Super Mario Bros. 3 kennt, der weiß ja, dass es da öfter diese fliegenden Schiffslevel gab. Mit Kanonen und so weiter. Und das ist so eine kleine Hommage daran. Das ist ja untergegangen, weil wir Bowser in Super Mario Bros. 3 besiegt haben. Und dann ist das jetzt untergegangen praktisch. Scheiße. Und deswegen sind wir jetzt in einem versunkenen Schiff. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, was ich nicht getan habe. Denn diese Boohoos bleiben nur für gewisse Zeit auf der Stelle stehen, wo sie es tun. Und dann beamen sie sich woanders. Aber das kann man schaffen. Wenn man nicht so ein bisschen daneben ist. So, hier wieder rein. Und das Ganze nochmal versuchen. Beginnt aber erst hier ab dieser einen Stelle, ab da. Ja. So, nicht zu hoch, gut. Wenn die verschwinden, sollte man immer kurz warten, wo die sich neu positionieren. Okay, was geht alles noch? Ein bisschen eng, aber okay, geht alles. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, das war's auch, oder? Nein, noch nicht. Das reicht langsam. Noch mehr. Ja, du störst überhaupt nicht. Das war's. Okay. Ein kleiner Buhu. Bleib mal da stehen, bitte. Und du da oben auch, wenn es irgendwie geht. Da steht ihr gut. So, warten wir auf den Öffnung. Ja, den Öffnung. Warten wir auf den Öffnung. Und dann schwimmen wir durch. Oh Gott. Okay, das geht alles noch. Alles noch recht human. Und ich glaube, dann sind wir auch schon fast am Ende. Das ist nur so ein kleines Zwischenlevel. Zwischen den Welten praktisch. War's das schon? Nee. Oh, wir kriegen Stern! Ach ja, richtig. Wir dürfen hier Koopas erledigen. Und ich treffe nicht ein. Ja, ist normalerweise gut zum Leben sammeln. Aber ich bin so blöd. Ich habe zwei Schildkröten getroffen. Oh, da war noch einer. Und da hätten wir auch einen Stern gekriegt. Jetzt habe ich keinen Stern mehr. Wenn ich jetzt noch irgendwas treffe. Genau. Ich gehe ganz an die Seite. Oh, ein Leben. Nee, gar kein Leben. Eine Kugel. Ja, nehmen wir auch mit. Was auch immer diese Kugel jetzt gerade bezweckt hat.